So, dann begrüße ich euch mal wieder zurück, diesmal zu Let's Play Enderal Bind. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ah, ja. Ich weiß, ich habe eigentlich noch eine Quest offen, die so halbblind ist, aber die ist so winzig. Es geht einfach nur darum, dass ich jemanden finden muss. Und dafür schreibe ich nicht halb rein in den Titel. Jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt geht's ans Eingemachte. So, wir hatten im letzten Part mit Lashiri ein Date ausgemacht. Und ich würde sagen, ich zögere euch das gar nicht mal weiter hinaus. Wenn ich das so höre, bereue ich keinen Augenblick, dass ich nie nach Ostian zurückgekehrt bin. Auch wenn der Gedanke manchmal da war. Ach, ihr stammt aus Ostian? Ich dachte, ihr wärt eine Skarak. Was ist eine Skarak? Zumindest sieht ihr so aus. Na sowas. Jemand, der es mir direkt ins Gesicht sagt. Ja, ihr habt recht. Ich hab skarakisches Blut in mir. Auch wenn es im Vergleich dazu, wie sehr man es mir noch ansieht, ziemlich wenig ist. Mein Großvater, er diente in der Marine des Südreichs. Und eines Tages haben sie ein skarakisches Plünderschiff besiegt und die Skarak drauf gefangen genommen. Einige davon waren Frauen. Er hat sich in eine verliebt, sie befreit und... Naja, den Rest könnt ihr euch denken. Aber um eure eigentliche Frage zu beantworten... Ja, meine Familie stammt ursprünglich aus Ostian. Allerdings bin ich vor 10 Jahren von dort geflohen. Die richtige Wahl, wie ich euch vermutlich nicht zu erzählen brauche. Der Schöpfertempel war immer ein Haufen fanatischer Arschkekse. Aber Hohepriester Janus hat dem Wort Radikal eine ganz neue Bedeutung gegeben. Da rülpst einen einfach ins Gespräch rein, ich glaub das nicht. Wisst ihr mehr über eure Großmutter? Eine Skarak und einen Nerimese, das hört man nicht alle Tage. Naja, das ein oder andere Mal ist das sicher schon passiert. Und nein, ich weiß nichts über sie. Nur, dass sie meine Mutter gebärt hat und 2 Jahre danach wieder zurück auf die Inseln geflohen ist. Ihr hättet sehen sollen, wie die Leute immer auf mich und meine Mutter reagiert haben. Selbst als 7-jähriges Mädchen haben sie sich verhalten, als hätten sie erwartet, dass ich im nächsten Moment eine Totenschädelkette auspacke und alles verfluche, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Gibt einem Menschen so viel Macht und er verliert den Bezug zur Realität, so war es schon immer? Oder die Ideologie des Schöpfers war schon immer brutal, wer darauf sein Leben aufbaut, macht sich zu einem Pulverfass. Ja, das wird sie wahrscheinlich sehr toll finden. Wahre Worte. Krieger des Schöpfers. Kampf gegen die Ungläubigen. Mittlerweile versuchen die Kinder des Schöpfers ja gar nicht mehr zu vertuschen, wie verdammt radikal ihre Ideologie eigentlich ist. Und trotzdem, die Rekruten rennen ihnen die Türen ein. Ganz versessen darauf, endlich Ungläubige töten gehen zu können. Aber hey, ich schätze, das ist der Reiz von Religion. Denk nicht selbst nach, lass dir von jemand anderem sagen, was richtig und was falsch ist. Das war's zumindest, wie sie meinen Bruder ranbekommen haben. Oh, sie haben deinen Bruder rangenommen. Achso, egal. Ihr habt einen Bruder, einen Bro? Hatte. Er war ungefähr 15 Jahre älter als ich und schon immer etwas geplagt. Rakul, das war sein Name. Wisst ihr, meine Familie war sehr wohlhabend, bevor wir geflohen sind. Tuchhändler für Generationen, die besten in Ostian. Ich schätze, deshalb hatte mein Vater auch so hohe Erwartungen an Rakul als einzigen Sohn. Ich als Frau schied ja als Nachfolgerin aus. Aber Rakul, er war einfach nicht dafür geschaffen, wisst ihr? Er war schüchtern und introvertiert. Und mit Geld konnte er sowieso nicht umgehen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie oft mein Vater ihm gesagt hat, dass er eine Schande für die Familie sei. Na super, und dann ist er dem Schöpfertempel beigetreten, hat zum Glauben gefunden. Wenn ihr es so nennen wollt. Rückblickend glaube ich, dass der Tempel ihm nur das gegeben hat, was Vater ihm konsequent verweigert hat. Eine Perspektive. Und das Gefühl, gebraucht zu werden. Nach seinem Beitritt hat er fast den ganzen Tag im Tempel verbracht und kannte die ganze Rania, ihre heilige Schrift, auswendig. Tja. Und eines Tages hat er verkündet, dass ihm die Messe allein nicht mehr reichen würde. Er wollte den Maskierten beitreten. Den Kriegern des Schöpfers. Du hast Messer gesagt und nicht Messen. Das ist ein bisschen creepy.
Klingt für mich, als hätte euer Vater in so einer Rolle grandios versagt. Und wer immer ihn missioniert hat, hat das ganze Arbeit geleistet. Der hat ihm erzählt, was er hören wollte und ihn in ein Werkzeug verwandelt. Das könnte sie verletzen. Das könnte sie beleidigen. Ich nehme mal lieber das hier. Richtig. Das ist das, was diese Bastarde tun. Sie nutzen die Verwundbarkeit von Menschen wie Rakul schamlos aus und indoktrinieren sie mit ihrer beschissenen Ideologie. Und wenn das erstmal getan ist, senden sie sie in den Kampf für irgendwelche heiligen Kriege. In anderen Worten, ihre eigenen Interessen. Wie Figuren auf dem Schachbrett. Und wenn sie sterben, kein Problem. Dann nennen sie es eine verdammte Ehre. Es tut mir leid, Midam. Euer jüngster Sohn ist gerade gestorben. Aber keine Sorge, er ist jetzt an einem besseren Ort und isst Weintrauben mit Honig. Welch ein Trost, nicht wahr? Wo wir schon dabei sind, habt ihr irgendwelche anderen vernachlässigten Kinder für uns? Wir brauchen neues Material. Ich hasse diese Bastarde. Ich hasse sie so sehr. Oh. Die müssten mal mit Bakura kooperieren. Na egal. Dann liege ich richtig in der Vermutung, dass euer Bruder im Kampf gefallen ist für den Schöpfertempel. Falsch. Er wurde niedergemetzelt. In Stücke gehackt von Kanzler Baratheons Kavallerie. Das war vor den Friedensverträgen. Ich würde mich wundern, wenn diese Mistkerle ihm gezeigt haben, mit welchem Ende der Lanzemann zusticht, bevor sie ihn in die Schlacht geschickt haben. Aber naja. Ich schätze, das klärt die Frage, wie ich in Narazuls Ohren gelandet bin, oder? Ich war es leid zu sehen, wie Menschen Religion für ihre eigene Machtgier missbrauchen. Der Schöpfer, die Lichtgeborenen, der große Geist. Dieselbe Scheiße anders verpackt. Und wisst ihr was? Ganz egal, wie viel Chaos der Tod der Lichtgeborenen ausgelöst hat, ich bereue es nicht, ein Teil davon gewesen zu sein. Nicht im geringsten. Es war das Richtige. Naja, ich würde sagen, wir machen hier einen Schnitt. In Ordnung? Es war ein gutes Gespräch, aber ich muss mich echt langsam aufs Ohr hauen. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Pass auf deinen Rücken auf. Hä? Habe ich das schon gelesen? Nein. Naja. Ich danke dir ebenso, Lashiri. Ich finde Lashiri übrigens besser als Nishari. Ich weiß auch nicht. Von den Silben her einfach, ja? Wo sind wir eigentlich? Was ist denn das für eine Taverne, bitte? Ach so. Ist das der tanzende Nomade? Bitte geht weiter. Nein, ich gehe nicht weiter. Ich gehe zurück. Ah, ich bin im Adelsviertel. Okay. Okay. So, ich muss erstmal ins Tal. Nachmacher. Der Lust. Es funktioniert einfach nicht, Meister. Egal wie sehr ich es versuche. Und genau das ist das Problem. Du versuchst. Ich fürchte, ich kann euch nicht folgen. Moment mal. Zugegeben, das war auch etwas kryptisch. Sag, erinnerst du dich noch an die Lesung von Magisterin Daiea? Ach, da unten ist es. Jemand in Tavernenklamotte. Schreitet wohl. Ja. So, hier ist das Friedhöfchen. Hallo Friedhof, wie geht es dir? Ich habe bei meinem ersten Durchgang Stunden gebraucht, bis ich die dann mal gefunden hatte. Wildmagier im Sonnentempel? Großmeister Arantia ist so ungewöhnlich wie sein Ruf, das muss man ihm lassen. Ach, da ist er ja. Ja, guckt euch mal an, wie die versteckt. Sie ist direkt rot, aber sie... Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach runtergeht. Meister Rage on, schickt mich. Ihr werdet im Sonnentempel vermisst. Das ist schön für ihn. Jetzt lasst mich in Frieden. Ursachen für alles. Muss ich euch zwingen? Was ist los mit euch? Ist alles in Ordnung? Natürlich ist alles in Ordnung. Das hier ist ein Friedhof. Das ist ein Grab und ich knie davor. Mir könnte es nicht besser gehen. Verzeiht. Das richtete sich nicht gegen euch.
Ich weiß einfach nicht, wo mir der Kopf steht. Platz in der Welt ist. Wessen Grab ist das? Wer liegt dort begraben? Meine Schwester. Gidea. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber es gab diesen Zwischenfall im Tempel. Der rote Wahnsinn. Manche Menschen wissen einfach nicht, wo ihr Platz in der Magister Jiro. Dann habt ihr davon gehört. Meine Schwester. Sie war auch Novizin, wie ich, und sie... Wisst ihr, sie hatte diesen Jungen kennengelernt. Er war schaffenden Pfades. Und weder unsere Eltern noch der Heilige Orden hätten es gestattet. Mir hat sie sich anvertraut. Sie hatte vor, mit ihm durchzubrennen, wie in den Badenliedern. Ich habe gesagt, dass es unser Pfad sei, dem Orden zu dienen und dass ihn zu verlassen Sünde wäre. 3 Tage später ist es passiert. Sie ist bei ihrer Tat umgekommen. Ihr gebt euch die Schuld, richtig? Ihr sagt das, als wäre es ungerechtfertigt. Aber es ist so. Ohne mich wäre sie jetzt in Dünenheim und würde ein neues Leben aufbauen. Ich bin schuld daran, dass sie an diesem Tag zur Lehrstunde erschienen ist. Egal, wie ich es mir versuche, zurechtzureden. Es ist die Wahrheit. Ach, sie und dieser Junge hätten vor den Toren der Stadt irgendwie so gut von Banditen überfallen werden können. Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die unsere Schafe geklaut haben. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Naja, ich sollte zurück zum Tempel. Danke für eure Worte. Oh, gern geschehen. Soll ich Rage Oni jetzt davon berichten schon? Ragey. Wo ist denn... Manche Menschen wissen einfach nicht, wo ihr Platz in der Welt ist. Wo ist der Wegweiser? Wieso ist eigentlich nie ein Wegweiser da, wenn man einen braucht? Du bist ein Arschkeks-Wegweiser, weißt du das eigentlich? Vielleicht bist du ja da hinten. Schreitet wo hin? Wie kann ich euch helfen? Aber Naturlement ist hier. Ach, da ist er ja. Ich beschwere mich mal nicht weiter. So, wo will ich denn hin? Das ist Herzland? Könnt ihr mal bitte dieses Fenster kleiner machen? Auf meine Auflösung ist das furchtbar. Und ich weiß nicht, wie ich das sonst hinkriegen soll. Mehr? Mehr, mehr. Hafen, Eingang der... Da will ich hin. Yay! Hallo, Unterstadt. Schön, dich wiederzusehen. Ach ja, das habt ihr ja noch niemals gesehen. Stimmt ja. Eine Sekunde. Ich gebe euch mal einen schönen Einblick. Das ist die Unterstadt von Ark. Hier liegt echt einiges im Arken. Nein? Okay. Ach ja, und die Fleischmadenkranken, die hier sind, was auch immer Fleischmaden sind. Der Herr wird es euch vergüten. Ach ja, ich mag diesen Ort. Oh, wer ist das denn? Hufschlag. Ach, die hat aber nichts zu sagen. Was ist das? Eine Wohnbaracke. Nein. Eine Ratte. Ein Mädchen, das hoch und runter. Oh Gott. Ja, genau, da wollte ich hin. So, hier gibt es nämlich noch eine Quest. Naja, ich glaube, ich muss den Titel doch Half-Blind immer noch machen, weil 5 Minuten Neues ist leider ein bisschen weniger als 20 Minuten alt. Ach, da bist du ja. Wir hatten ja im letzten Part diese Quest angenommen von diesem einen Typen, falls ihr euch... Das war nicht mal letztes Mal, das war vorletztes Mal. Naja. Ihr erfahrt jetzt sowieso, was ich meine. Euer Bruder schickt mich. Er will wissen, wo ihr den Tresorschlüssel für das Erbe eures Vaters versteckt habt. So, will er das? Der gute Milbert und seine Silberzunge. Jetzt hat er sogar schon Lakaien gefunden, die die Drecksarbeit für ihn erledigen. Ich mach's kurz. Ich werde den Schlüssel behalten. Ich weiß nicht, was er euch erzählt hat, aber sicher nicht die Wahrheit. Wenn ihr die kennen würdet, wärt ihr jetzt nicht hier. Welche Wahrheit? Über den Überfall. Das hat er euch doch sicher erzählt, oder? Wie die Banditen unsere Eltern abgeschlachtet haben und wie nur wir beide es aus dem Dorf geschafft haben. Was er euch vermutlich nicht erzählt hat, ist, dass er abgehauen ist, während ich noch im Haus war und mich versteckt habe. Er hat sich einfach alles gekrallt, was nach Groschen aussah, und ist abgehauen, verdammt! Wenn ich damals verreckt wäre, es hätte ihn kein Deut gekümmert.
Aber gnädig wie das Schicksal war, kam es natürlich anders. Ich bin ihm nachgerannt, bis nach Ark, in diese verdammte Unterstadt hier. Aber nein, meinte er, war froh, mich zu sehen? Natürlich nicht. Er hat mich in seinem Zimmer schlafen lassen und er hat es so dargestellt, als sei es ein Privileg. Als das Geschäft lief, ist er abgehauen, in sein hübsches Haus dort oben. Ich bin ihm scheißegal, so wie schon immer. Ja, er zahlt für mein Zimmer in den Baracken, wenn man es denn so nennen kann, aber ansonsten nichts. Und jetzt kommt er angekrochen, weil ich mir den Teil des Erbes nehme, der mir zusteht. Das kann er vergessen. Heute Met im Angebot. Ich versuch's mal mit Rhetorik. Ich hab ja ein bisschen gelevelt. Wenn ihr mir den Schlüssel gebt und Milbert sein Gold bekommt, kann ich vielleicht ein Wörtchen mit ihm reden, ihn überzeugen, dass er euch versorgt. Das glaubt ihr doch selbst nicht. Okay, gescheitert. Wofür braucht ihr das Geld? Macht ihr irgendwas anderes, als hier unten rumzuhängen? Ich überlebe. Und da ich anders als mein Bruder für den nächsten Groschen nicht über Leichen gehe, ist das gar nicht so einfach hier unten. Na gut, ihr habt eurem Bruder versprochen, ihm zu helfen. Ich habe eurem Bruder versprochen, nicht ihr. Gebt mir den Schlüssel, dann sehen wir weiter. Schön, ich sehe schon. Ihr seid so dumm, wie ihr aussieht. Na dann wollen wir doch mal sehen, ob ihr auch beißen könnt. Yay, Schlägerei. Teuer sein. Ja! Muss ich aufpassen, wo ich hinziehe, weil hier so viele Leute sind. Aha. Gut, gut, ihr habt gewonnen. Ich sage euch, wo der verdammte Schlüssel ist. Aber erwartet nicht zu viel. Das Geld ist ohnehin fast weg. Er liegt hinter Fässern am Eingang der Mine beim Marktplatz in der Unterstadt. Geht und bringt ihn Milbert. Und richtet ihm aus, dass er im Sonnenfeuer brennen soll. Gerne doch. Gerne doch. Es spielt Timo Tatort. Ihr Geist auf Hass getrimmt. Ihr Dasein ist vom Warten auf des Schwertes. Nochmal speichern zur Sicherheit. So. Okay, hier ist doch noch was. Wo ist Tyler und Herrscher so? Einen Groschen! Nee, du kriegst. Ich krieg ja noch nicht mal ein Ding von dir. Wie hieß denn noch? Einen Boost. Auf meine Rhetorik. Bist du. Ich muss mich für dieses Rauschen im Hintergrund entschuldigen. Mein PC mag 35 Grad im Schatten leider nicht so sehr. Normalerweise ist der ein bisschen ruhiger und murrt nicht so viel. Wo ist denn hier? Nee, da komme ich her. Noch mehr Fleischmagenkranke, glaube ich. Marktplatz. Ey, kann man sich hier unten auch proben? Nein, natürlich nicht. Aber wenigstens gibt es hier Rufen. Na, wenn das nicht mal ein Anblick ist. Wie wäre es mit etwas Zeit zu zweit? Ja, wieder, wenn du die ganze Zeit für diesem einen Typen tarnen musst. Rede Veranstaltung, guckt eine Hure zu. Ja, super. Okay. Ich folge mal dem Pfeil. Es wäre nämlich nicht gerade aufregend, mir dabei zuzusehen, wie ich hier, einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. Irgendjemand steht hier im Weg. Natürlich kann ich hier nicht drüber. Genau, nicht gut. Verteilen. Hä? Ich muss einmal außen rum. Ich brauche bitte mal Licht. Gut, okay, verteilt. Hier kann ich scheinbar durch. Vielleicht. Das brennt. Hallo, zwielichtige Gestalt.
bin auch gerne schuldig. Das ist doch lächerlich. Zusammen machen. Es ist das Leben, mein Mann. 100 Gründe und keinen Groschen weniger. Ach, hol dich doch, du Pest. Möge dein Weg stets eben sein, Madame. Oh, Narazzo. Das Unvermeidliche herauszögern. Und Taille auf den Streit ansprechen. Wo ist sie denn? Das ist Tengelmoos, das ist Ruhe. Das ist Ruhe. Was? Was war das denn eben? Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Habt ihr nicht irgendein Theaterstück zu verpassen, Oberstädter? Vielleicht kann ich ja helfen. Helfen? Na, das wage ich zu bezweifeln. Es sei denn, ihr habt einen Beutel mit 300 Groschen zu verschenken und zwei Bund Götterzunge am besten noch dazu. Wozu braucht ihr das Geld? Ihr seid wirklich hartnäckig, wisst ihr das? Aber na schön, was kann schon schaden? Der Vatürensohn da drüben, Kaba Torval. Er ist der einzige Händler in der Unterstadt, der noch roten Winwurz hat. Aber weil er das weiß, verkauft er ihn für Preise, die selbst die Dünkel aus der Oberstadt schreiend aus dem Laden rennen lassen würden. Tja, und wenn die Apothekarii im Pesthaus nicht bald Nachschub bekommen, werden die Fleischmagenkranken dort beginnen zu sterben wie die Schmeißfliegen. Na lecker. Können die Apothekare sich den Winwurz nicht einfach aus der Oberstadt holen? Könnten sie ja, und tun sie auch. Aber das ist bei weitem nicht genug. Und besonders, weil seit Monaten schon kein Bote, den sie zum Kloster im Norden schicken, zurückkommt, geht auch langsam das Geld aus. Seid ihr Apothekarier? Klar, tagsüber. Und nachts verdinge ich mich als kilianische Tänzerin für den heiligen Großmeister. Nein, im Ernst. Ich bin nur das Mädchen für alles. Erledigungen, Einkäufe und so weiter. Aber damit bin ich schon besser dran als die meisten hier. Wozu braucht ihr denn unbedingt diesen Winwurz? Ihr seid kein Alchemist, was? Roter Winwurz ist das Einzige, das helfen kann, die Fleischmaden aus den Körpern von Kranken zu kriegen. Das Problem ist, dass es Monde dauert, bis die Behandlung anfängt zu wirken. Und das kann sich zumindest hier unten nicht jeder leisten. Irgendein Verdacht, warum dieser Kabar das tut? Er müsste doch wissen, was auf dem Spiel steht. Natürlich weiß er das. Aber er sieht eine Möglichkeit, sich die Taschen voll zu schaufeln und nutzt sie. So war dieser Hund schon immer. Vielleicht könnte ich ja mit ihm reden. Vielleicht könntet ihr das, ja? Wir brauchen mindestens 10 Bündel, damit die Apothekare ihr etwas daraus brauen können. Aber ohne undankbar klingen zu wollen, erwartet nicht, dass ich euch für eure Hilfe irgendwas geben kann. Ihr müsst ihr nichts geben. Na dann viel Erfolg. Oh, danke. So, mit Kabar sprechen, wo ist er? Hallo, schöne Frau. Ja, hallo. Ihr verkauft also roten Windwurz? Oh, beim Namen der Sonne. Nimmt das denn nie ein Ende? Sagt Natalia, dem Haus der Apothekarii oder wer auch immer euch geschickt hat, dass es bei dem Preis bleibt. Ich könnte mir den Wurz auch einfach nehmen. Wenn ihr wüsstet, wo ich ihn lagere, ja. Und wenn ihr eine Menge Ärger haben wollt. Hört her, ich weiß genau, was ihr denkt. Dieser skrupellose Bastard, wie gierig, wie böse und so weiter und so fort. Aber so ist das nicht, glaubt mir einfach. Was ist also? Wollt ihr etwas kaufen? Ansonsten lasst mich in Frieden. Wo ist denn sein Schlafbereich? Hier? Ja, sorry, Überlänge. Das sage ich euch gleich. Wo ist es denn? Da. So. Okay, ich muss jetzt also zu der Leichenhalle oder wie hieß das Ding? Das war aber hier in der Nähe. Wenn man sich mal auskennt, ist das gar nicht mal so schwer. Moment hier lang. Jetzt eine schöne Pfeife, Friedenskraft. Lasst mich! Ich erkannt, dass der Kerl... Sie ist... Lasst mich einfach. Nur eine zwielichtige Gestalt. Das war auch hier irgendwo. Ist hier nicht die Leichenhalle? Ja!
Ja. Oh, scheiße. Na super. Ich bin ja noch interessiert in Angst. Stört, Mann. Rattenfleisch, Rattenhaut. Rasengan. Krustenbrot. Es dauert nicht mehr lang, keine Sorge. Okay, die haben nichts bei sich, glaube ich. Hm, habe ich denn eine Kiste übersehen? Da war noch eine Kiste, oder? Ich muss mal gucken. Okay, ist in Ordnung. Komm her, Licht. Magische Kristalle, von denen sollte ich mich eigentlich besser fernhalten. Aber ich habe nicht so viel. Was soll ich denn noch groß tun? Seht ihr mir dann? Ihr müsst das doch verstehen. Und ihr müsst verstehen, dass offene Botschafter sind. Eine Rate, die ihr nicht bezahlt, ist eine Rate, die wir den Vater nicht überbringen können. Und das Letzte, was wir wollen, ist, den Vater zu enttäuschen. Oder, Roban? Nein, das wollen wir nicht. 500 Groschen bis Anfang nächster Woche. Dann werden wir dafür sorgen, dass dieser Ort hier seinen Namen auch verdient. Ja, Madame, natürlich. Na dann, ihr hört von uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde mein Name. Was zum... Ihr? Wo waren denn die beiden? Ich... Hört her. Zu eurem eigenen Wohl rate ich euch umzudrehen. Das ist nichts, in das ihr verwickelt werden wollt. Wirklich nicht. Ihr werdet erpresst, richtig? Von der Ralata? Nein, ich war nur leichtsinnig und jetzt muss ich mit den Folgen leben. Vor ungefähr 2 Jahren ist mein Sohn gestorben. Ertrunken in den Kanälen, ich konnte nicht damit umgehen und dementsprechend ging das Geschäft den Bach runter und, naja, ich habe mich nach Hilfe umgesehen. Ihr habt euch Geld geliehen? Ja, den Rest könnt ihr euch vermutlich denken. Ja, ihr konntet die Raten nicht mehr zurückzahlen. Ist der Grund, dass ihr den Windenwurz so teuer verkauft? Was bleibt mir denn anderes übrig? So traurig es ist, das Geschäft mit dem Tod und damit den Apothekarii ist die einzige wirklich verlässliche Einnahmequelle, die ich habe. Aber für den Preis nimmt euch den Wurz doch niemand ab. Das hilft euch doch am Ende auch nicht weiter. Ja, ich weiß. Aber auch nur 10 Groschen weniger und ich kann die nächste Rate nicht mehr decken. Es ist egal, was ich mache, es ist das Falsche. Und nun? Gute Frage. Was nun? Oh! Das hatte ich letztes Mal noch nicht, das ist interessant. Geht zum Sonnentempel und sagt, dass der Prophet euch geschickt hat. Die Arkanisten dort werden euch den Wurz abkaufen. Bitte? Ihr scherzt, oder? Nö. Geht so schnell wie möglich damit, das... was? Nein, jetzt seht zu, dass ihr so schnell wie möglich an das Geld kommt. Ich... beim rechten Weg, das werde ich euch nicht vergessen. Danke von Herzen. Gescheitert, das Unvermeidliche hinauszögern? Hä? Ach, na, was soll's. Geht sowieso, gesagt, sie kriegt, gibt mir nichts dafür. Ich habe jetzt zwar die Kranken nicht behandelt, aber... Ja. Was soll's? Was soll's?
So, in der heutigen Folge gibt es nur noch eins zu tun. Und das ist ziemlich klar. Bericht zu erstatten bei Rage On. Inal, nicht gut. Verzeiht. Und Inal sprechen. Komm schon, ich muss doch hier richtig sein. Ja. Geht weiter. Tja. Oh Mann, können wir bitte für die Unterstadt auch diese Wegweiser-Schnellreise einführen? Bitte nur einen. Bitte nur dieses fucking Schild. Weil es dauert so lang, bis man hier unten wieder raus ist. Es ist einfach furchtbar. Ja? Oder, Moment mal. Ja, toll. So, dann wollen wir das mal schnell beschleunigen. Wo ist denn der Sonnentempel? Da ist er, ja. So, endlich hier. Wo ist denn Rage On? Ach ja, stimmt. Die habe ich auch gekriegt, diese Quest. Ich soll Max Schönblut suchen, aber das mache ich jetzt nicht. Nein. Ja. Da ist er, ja, okay. Schreitet wohl. Ragey, wo bist du, Ragey? Rage. Dies ist heiliger Boden, Fremdländer. Ihr gehört nicht hierher. So. Schreitet wohl. Ich habe Elia gefunden. Sie war auf dem Friedhof beim Grab ihrer Schwester. Ah, ich schätze, ich sollte etwas Nachsicht walten lassen. Hier, das sollte euch für eure Zeit entlohnen. Jetzt entschuldige ich mich. Wir haben eine Menge zu tun. Irgendwann vielleicht mehr. Danke. Boah, Gott sei Dank, endlich. Ich beende diese Folge mit einem... Ja, das könnte klappen. Und begrüße euch beim nächsten Mal in neuer Frische. Bis dann. Ciao.